Mein Name ist Corinna Hillebrand und ich bin hier Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung. Mein Name ist Christopher Lehmann und ich mache eine Ausbildung als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung an der Technischen Universität Berlin. Ich finde die Aufteilung der Ausbildung sehr gut. Im ersten Lehrjahr bekommen wir sehr viel Stoff beigebracht und gelehrt. Im zweiten Lehrjahr befinden wir uns im Praktikum und lernen viel praktische Dinge. Und im dritten Lehrjahr bekommen wir Zeit, um uns auf die Abschlussprüfung und das Projekt vorzubereiten. Ich bin an die TU als Ausbildungsbetrieb gelangt, indem ich zunächst auf das Angebot der FU im Internet gestoßen bin. Dadurch wurde ich dann darauf aufmerksam, dass eben auch Universitäten ausbilden. Das wusste ich vorher nicht. Und so bin ich eben konsequenterweise auch zur TU gelangt. Das Arbeitsklima hier an der TU ist sehr angenehm. Jedes Lehrjahr setzt sich aus ca. 8 Auszubildenden zusammen, davon 4 IT-Systemelektroniker und 4 aus meinem Beruf Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Und wir verstehen uns prima, arbeiten an Projekten und Aufträgen zusammen. Wohl oder Lust? Schaut vorher, ob das Netzteil einmal komplett durchfällt. Fachinformatikerin, der Beruf erstreckt sich eigentlich in 2 verschiedene Themenschwerpunkte, einmal Systemintegration und einmal Anwendungsentwicklung. Systemintegratoren beschäftigen sich eher mit Hardware-Technik sozusagen, grob gesagt, und Anwendungsentwickler eher mit Software und Programmieren. In meiner Freizeit beschäftige ich mich auch mit Themeninhalten der Ausbildung. Das macht es eben nochmal einfacher, das auch alles besser zu lernen. Man bastelt halt gerne oder probiert auch mal viel zu Hause selbst aus. Das verfestigt das Wissen. Ich denke, nach meiner Ausbildung werde ich vielleicht auch an der TU Berlin studieren. Aber die Azubis hier haben auch keinerlei Probleme, einen guten Job nach der Ausbildung zu finden. Ich bin zurzeit leider die einzige Fachinformatikerin in diesem Ausbildungsberuf. Und würde mir auf jeden Fall wünschen, dass sich mehr Frauen in diese Richtung trauen, weil wir brauchen keine männerdominierte Branche in dem Sinne.